mal, sind die Schneeflocken da gerade nach oben geflogen? Die fliegen immer noch nach oben, jetzt nicht mehr. Was ist mit, was ging mit den Schneeflocken ab? Die sind, spult mal zurück, Leute, die sind doch nach oben geflogen, oder? Blieben wird irgendwie immer kaputter. D3 Herzen hatten wir schon wieder. Naja. So, Meisterkalzinator. Wir haben schon alles auf Meister, außer dem Messer und Schlüssel. Immer noch nicht. Wirklich nette Gesellschaft. So. Ja, erst reparieren. Okay, dann wollen wir doch mal sehen. Da haben wir ein Zauberbuch, handgeschriebene Notiz können wir hoffentlich jetzt auch weglegen und Jarls Befehle auch. Jarls Befehle. So, ein paar Schlüssel gehen vielleicht weg. Seelensteine. Naja, ein bisschen was. Okay. Als, ich brauche 3 Lebenstränke. Genau, da müssen wir nach oben. Elektrische Zackenpfeile können weg. Weil des Stolperns. Okay, dann sind wir jetzt bei 172, 872, 878, 918. Also 82 Eisenpfeile. So, dann. Das Zauberbuch. Tremora fürs Beschwören. Dann die Waffen. Tremora Langschwert, schwerer Bogen und Streitkolben. So, Tremora Langschwert, schwerer Bogen und Streitkolben. Haben wir schon, okay. Emotes Claimer auch. Kriegsaxt der Auflösung. Kriegsaxt der Auflösung haben wir noch nicht. Oblivions Umarmung. Haben wir schon. Dann Stab der Bannung und starker Stab des Feuerballs. Starker Stab des Feuerballs haben wir schon und Stab der Bannung auch. Gut, wie sieht es mit der Rüstung aus? Basering des Lebens aufs. Haben wir noch nicht. Brumar Brustharnisch und Schild. Haben wir noch nicht. Tremora Kyn-Ereev-Schild. Haben wir noch nicht. Großer Ring der Stahlhaut. Haben
Haben wir noch nicht. Wachmannshelm. Haben wir noch nicht. Sehr schön, Leute. Die geht leider noch nicht weg. Die geht weg. Okay, ich glaube, das war es jetzt so ziemlich. Der Rest wird verkauft. Das heißt, wir können jetzt erstmal ein bisschen schlafen. Und zwar 6 Stunden. Nein, wir schlafen 5 Stunden. Die 5 Minuten, die brauchen wir wahrscheinlich, um hinzukommen. Ah, Vampirismus hat sich erhöht. Ja, ich habe sogar 8 Minuten gebraucht. Sie sollte langsam mal aufsperren. Ah, offen. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Ebenso, Korol. Unsere Gräfin wird Korol nie den Daedra überlassen. Verflucht seien diese Tore. Gerüchte. Die Ehrenklinge wurde nach all diesen Jahren auf die Burg zurückgebracht. Das ist sicher ein gutes Omen. Natürlich. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Das ist ein gutes Angebot. Ein guter Preis für einen guten... Das klingt nach einem angemessenen Preis. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich... Das ist... Vielleicht kriegen wir jetzt die 1.100.000, Leute. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Ein guter Preis für einen guten Kunden. Das ist ein gutes Angebot. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Ein exzellent. So, jetzt haben wir es dann gleich. Ein guter. Das ist ein. Das ist ein gutes. Ja, ob wir das noch schaffen? Das klingt nach einem An. Leute. Um 265 Gold hat es nicht gereicht. 265 Gold. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Auf Wiedersehen. So, dann gehen wir jetzt nach Hause. Da wird dann nochmal gespeichert. Deswegen beschwöre ich jetzt erstmal keinen Dremora mehr. Geil wird es auch nicht. Das kann ja den Spielstand kaputt machen. Also, speichern. Der hier. Ah, gut.
So, und jetzt, ja, dann gehen wir gleich mal hier zur Gräfin hin. Wie weit ist eigentlich unser Beschwörungsskill jetzt schon? Beschwörung 83? Und das Dremora beschwören immer noch das Beste, was wir haben? Muss ich jetzt nochmal nur durchgehen, Leute. Die beiden brauchen 100. Düstergespenst ist besser als Dremora-Fürst? Heftig. Kopfloser Zombie 28. Ja, das hier wäre halt besser, aber dafür bräuchten wir Untote. Na, es ist also immer noch das Beste, was wir haben. Heftig. Guten Morgen. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Hoffentlich geht es euch gut. Korall. Ich habe meine Leute angehalten, innerhalb der Mauern zu bleiben und meine Wache in volle Alarmbereitschaft versetzt. Mehr können wir nicht tun. Gerüchte. Mein kürzlicher Besuch bei Ariana Valger war sehr angenehm. Die Burg ist höchst komfortabel und der neue Hauptmann ihrer Wache scheint sehr gut zu sein. Hilfe für Bruma. Ich kann Brumas Notlage gut verstehen, aber Korolls eigene Verteidigung muss Vorrang haben. Ich kann keine Soldaten erübrigen, solange Koroll noch von diesem Oblivion-Tor außerhalb unserer Mauern bedroht wird. Ah, verdammt. Leb wohl. So. Ich habe mit der Gräfin von Koroll gesprochen. Sie sagte, dass sie gerne helfen würde, jedoch werde ihre eigene Stadt von einem Oblivion-Tor bedroht. Ich sollte das Tor außerhalb Korolls schließen und dann erneut mit der Gräfin sprechen. Was? Grüße. Ja. Naja, vielleicht lag es ja wirklich nur daran, dass da oben das Gebiet jetzt nicht mehr kaputt ist, Leute, und nicht mehr funktioniert. Vielleicht geht es hier ja trotzdem noch. Vielleicht lässt sich dieses Oblivion-Portal ja schließen. Wenn wir alleine da sind, können wir es vielleicht auch ganz schnell durchmachen. Hauptsache, ich schieße einfach durch. Ah, er hat uns gesehen. Dann mal sehen, Leute. Ein neues Oblivion-Portal gefunden. Mal sehen, ob sich dieses Portal schließen lässt. Oh. Keiner in der Nähe. Ich muss da vorne rein und kann dann hier in den Hauptturm.
Tito nervt mich gerade so ein bisschen. Ich könnte auch so außen rumgehen oder ich versuche mich an ihr vorbeizuschleichen. Oder ich töte sie schnell. Aus der Entfernung müsste das gehen. Aha, oder sie dreht sich um. Tsunami. Ah, das ist die Katastrophenwelt wieder, Leute. Ah, verdammt. Das könnte jetzt ein wenig dauern, Leute. Ja, ich glaube nicht, dass er uns jetzt noch sehen kann. Jetzt aber gehe ich trotzdem. Ich kann mich da noch verletzen. Leichenzerquetscher, ja, nicht so. Wenn es nur hoch genug wäre, dass wir springen könnten. Geht es, Leute, es geht. Noch ein bisschen, dann wäre es sogar hoch genug zum Springen. Selbst die zerstückelste Leiche hat ja noch hier genügend Zeit abzuhauen, bevor der sie zerquetscht. Ganz oben ist einer. Aber wir wollen ja nicht nach ganz oben. Wir wollen in den mittleren Turm. Ich glaube, der hängt schon die ganze Zeit hier. Das ist doch schon lange nicht mehr weiter. Kann ich nach oben? Nein. Noch geht es nicht. Jetzt ist er gerade wieder ein bisschen weiter. Ja, jetzt geht's. Okay, wir wollen offenbar doch noch ganz oben. Aber ich sehe hier keinen. Tsunami-Tor geöffnet. Okay, in dieser Richtung. Sigillum Sanguis. Jetzt zerreißen die Hallen. Ich glaube, da geht's nach unten.